Hallo und herzlich willkommen bei Mari on Tour. Wir sind Marco und Renate und unsere beiden Hunde Anni und Sissi und wir nehmen euch mit auf unsere Reisen. Viel Spaß beim Zusehen. Hallo bei Mare on Tour. Hallo. Wir sind unterwegs eigentlich in unserem Sommerurlaub, wollten eigentlich erst in den nächsten paar Tagen zum Filmen anfangen, weil wir erst noch Freunde besuchen. Und Bekannte. Jetzt hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben. Wir sind am Übernachtungsplatz angekommen, haben an einem See übernachtet, gut geschlafen und dann morgens aufgestanden, Hundegassi, eine Runde ums Fahrzeug gedreht, wie üblich, also mache ich immer so, Gewohnheit als LKW-Fahrer, Abfahrtskontrolle, mache ich immer einen Rundgang ums Fahrzeug, nichts bemerkt, eingestiegen, das Fahrzeug von den Hubstützen genommen, also das stand auf den Hubstützen, das heißt Reifen waren ausgehoben, losgefahren und dann hat auf einmal unser Reifenkontrollsystem, das Tire Moni, angefangen Alarm zu machen. Ja. Meldung war hinten rechts, außen zu wenig Luft. Angehalten. Bis gar keine Luft. Bis 1,5 Bar waren noch drin. Angehalten, ausgestiegen, nachgesehen, siehe da, tatsächlich Reifen. Ist platt. Sehr wenig Luft. Wir haben dann ein bisschen rollen lassen und entdeckt, dass eine Schraube im Reifen ist. Haben uns anscheinend eine Schraube eingefahren. War im Stand nicht erkennbar, weil eben das Fahrzeug auf die Hubstützen stand. Das heißt, ja, und mir auch hinten die Zwillingsreifen. Ja, aber der war außen. Das ist da rechts außen. Also das hätte ja, man. Aber der andere stützt ja noch, somit ist der nicht einfach platt am Boden gewesen, weil ja der zweite Reifen noch stützt. Aber man hätte es bemerkt, dass er zu wenig Luft hat. Nichtsdestotrotz, kein Problem. Wir sind ein paar Kilometer weitergefahren, waren in der Nähe von der Stadt. Ja. Dort gab es ein ATU. Und ATU hat ein Reifenflick-Set. Das heißt, wir drehen jetzt die Schraube raus, Reifen flicken und weiter geht die Reise. Wieder aufpumpen erstmal. Ja. Kompressor haben wir ja dabei, also das ist kein Problem. Hoffen wir, dass das hält. Und dann schauen wir mal. Das werden wir jetzt testen. Genau, dann sehen wir uns draußen. Ich zeige jetzt euch einmal die Schraube, die wir uns eingefahren haben. Die ist da hier unten. Dank unserer Hubstützen sparen wir uns das mit dem Wagenheber. Das heißt, wir stellen wir das Fahrzeug jetzt einfach manuell, heben aus. Achtung. So, Reifen ist weg vom Boden. Dann werde ich jetzt die Schraube rausziehen und das vorbereiten und dann melden wir uns wieder. Mittlerweile hat er die Luft abgelassen und jetzt schauen wir mal, dass wir die Schraube da rauskriegen. Die sitzt fest. Ein Stück ist schon heraus. Ja, da ist das gute Stück. Naja. Ja. Jetzt geht nur die restliche Luft raus. Die lassen wir jetzt mal ab und dann das Ganze vorbereiten und dann ziehen wir den Stopfen wieder ein.
Da müsste das normalerweise wieder dicht sein. So, das ist der Inhalt von dem Reifenflickset. Das ist eine Feile, dass man das Loch gleichmäßig aufweiten kann. Das ist dann das Teil zum Einziehen. Und das sind die, sagen wir mal, Gummiwürste, die da reinkommen. Und da ist sogar so ein kleines Cuttermesser, Klinge dabei. So, dann werden wir jetzt mal das Loch. Gleichmäßig aufweiten. Müsste gereicht haben. Eine Wurst. Da steht jetzt, da ist die Beschreibung auf der Schachtel hinten drauf. Da steht jetzt hier einführen. Gar nicht so einfach. Ja, aber das jetzt klebt natürlich ein bisschen. Bis zur Hälfte bis durchziehen, zur Hälfte. Oder? Ja. Dann den Docht so tief wie möglich in das Loch einführen. Da werde ich mir jetzt ein bisschen. Sieht mir jetzt wahrscheinlich schlecht. Da muss ich mich schnell hinlegen. Jetzt. Das ist drin. Vierteldrehung. Und wieder rausziehen. Und hoppala. Rausziehen. Okay. Dann ist das da so. So ein bisschen was steht über. Das muss. Ich hoffe, man sieht's. Ein kleines Endstück muss sichtbar bleiben. Das ist der Fall, ja. Genau. Den überstehenden Docht nahe am Reifen abschneiden. Das machen wir jetzt auch. Deshalb das Cuttermesser. So. Das war's. Jetzt werden wir Luft aufpumpen und probieren, ob es dicht ist. Ja, wir werden berichten. Wir werden berichten, ja. So, Reifen ist aufgepumpt. Jetzt schauen wir noch kurz, ob es dicht ist. Ich habe ein Lecksuchspray dabei. Das findet Leck, wenn irgendwo Luft ausströmt oder Gas. Wir haben es eigentlich dabei für die Gasanlage zum immer wieder mal prüfen. Dann schauen wir mal, ob das Ganze dicht ist. Ja, keine Luftblase. Wunderbar. Ja.
Ja, somit hätten wir unsere Reifenpanne wieder behoben. Reifenpanne behoben, Problem gelöst, dann kann der Urlaub weitergehen. Ich verlinke das Tire Moni Reifendruckkontrollsystem. Das hat uns jetzt mittlerweile schon des Öfteren gute Dienste erwiesen. Das verlinke ich. Und so ein Reifenflickset, schaue ich mal, ob ich das finde. Das verlinke ich dann auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt fahren wir das Auto wieder runter. Von den Stützen runter. Da sparen die Hubstützen den Wagenheber. Feine Sache. Gut, dann war es das jetzt mit dem Video. Ja. Wir hoffen, der restliche Urlaub wird ein bisschen entspannter. Ja. Und da werden wir dann auch wieder berichten. Hier werden wir im Laufe des Urlaubs mal wieder berichten. Jetzt am Anfang nicht, da treffen wir Bekannte und Freunde. Da fühlen wir nicht mit. Ansonsten den Rest des Urlaubs werden wir sicherlich wieder das ein oder andere Video machen. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Einen schönen Tag, ja. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.